Heute beim Elektrischen Reporter Liebeskummer, eine sehr persönliche Geschichte und Computernostalgie. Ich habe sie erwartet. Wenn eine Beziehung zerbricht, dann ist Distanz das Beste, was die einstmals Liebenden sich selbst und gegenseitig verordnen sollten. In digitalen Zeiten ist das leichter gesagt als getan, wie unser erster Beitrag zeigt. Ein Partner suchen und sich verlieben. Viele Menschen nutzen dafür das Internet. Und wer endlich die große Liebe gefunden hat, zeigt auch das häufig online. Paare definieren ihren Beziehungsstatus öffentlich. Sie posten Fotos und kleine Zeichen ihrer Zuneigung. Geht aber eine Beziehung dann in die Brüche, werden die online geknüpften Verbindungen schnell zur Belastung. Elenas Sohn leidet monatelang, nachdem ihr Freund sie verlassen hat. Dann rafft sie sich auf und gründet eine Liebeskummerberatung. Denn sie weiß, wie kompliziert der Umgang mit dem Ex-Partner im Netz sein kann. Trennungen sind eine größere Herausforderung als früher geworden durch diese neuen Möglichkeiten des Internets, durch diese Verbundenheit, die dadurch stärker erhalten bleibt, selbst wenn man dann räumlich physisch getrennt ist. Wie soll ein Ex-Paar mit den digitalen Hinterlassenschaften, mit den Online-Spuren der Beziehung umgehen? Was tun mit Fotos, auf denen beide zu sehen sind? Was ist mit digitalen Erinnerungen an den gemeinsamen Urlaub? Verletzungen sind unvermeidlich. Nicht die einzige Schwierigkeit. Ja, also ein großes Problem bei Trennung auf Facebook, neben dem Problem, was lösche ich auf Facebook, wie mache ich das öffentlich, dass ich mich getrennt habe, ist sicherlich, dass man immer noch die Möglichkeit hat, viel von seinem Partner mitzubekommen. Viele Nutzer wollen nach der Trennung die digitalen Bande zum Ex-Partner nicht ganz kappen. Der Schritt erscheint so drastisch. Oft können sie dann aber der Versuchung nicht widerstehen, nachzuschauen, was der Ex-Partner denn so macht, wo er sich rumtreibt und mit wem er sich trifft. So bleibt der ehemalige Partner gedanklich immer präsent. Es kann keine innere Distanz entstehen und auch der Trennungsschmerz bekommt ständig neue Nahrung. Es ist besser, wenn man sich auf sich selber konzentriert und sich quasi ein neues Leben aufbaut. Und das wird schwieriger mit Facebook, gerade wenn man nicht den Schritt gehen möchte, dass man sich entfreundet mit seinem Partner. Das Netz ist zwar längst ein selbstverständlicher Bestandteil unseres Alltags, aber wie man sich online nach einer Trennung verhält, dafür gibt es noch keine Gepflogenheit und noch keinen Brauch. Beziehungsleitlinien fürs Internet hat die Gesellschaft noch nicht ausgehandelt. Momentan beobachte ich, dass es noch keine festen Regeln dafür gibt, wie man nach einer Trennung in den sozialen Medien, im Internet miteinander umgeht. Und häufig kommt es dann auch zu Missverständnissen. Also wenn der Ex-Partner der Erste ist, der mich blockiert, dann trifft mich das natürlich. Das Internet macht Trennungen also komplizierter, bietet aber auch Lösungsansätze. Kai Stühmeier etwa twittert über seinen Liebeskummer, seit seine Freundin im Januar Schluss gemacht hat. Es ist der Versuch einer öffentlichen Bewältigung. In dem Moment, wo es mir schlecht geht, bin ich schon wirklich sehr froh, dass es Twitter gibt, weil ich dann sofort dann mein Smartphone ziehen kann und dann sofort meinen Gedanken freien Lauf lassen kann. Am Anfang zögert Stühmeier noch. Will er wirklich seine Gefühle ungefiltert öffentlich machen? Sein Herz ausschütten vor Wildfremden? Doch er hat Glück. Die Twitterer machen ihm Mut. Es kommt zu langen Telefonaten mit Menschen, die er zuvor nur von Twitter kannte. Und auch jenseits dieses menschlichen Beistands sieht Stühmeier Sinn in seinem Getwitter. Seine Tweets helfen ihm, die Gedanken zu ordnen. Twitter ist irgendwo auch ein sehr gutes digitales Tagebuch, weil man zu jeder Tages- und Nachtzeit wirklich seine Timeline zurückverfolgen kann halt und sich in dem Moment nochmal zurückversetzen kann, wie man sich gerade gefühlt hat, als man dies und das geschrieben hat. Wer lieber anonym bleiben will, kann auf Liebeskummerforen Beistand finden. Und es gibt sogar Apps, die Trennungen erleichtern sollen. Die Smartphone-Anwendung Drunk Dial No verspricht beispielsweise, unüberlegte Anrufe beim Ex zu blockieren. Aber um loszulassen, um jemanden gehen zu lassen, dafür gibt es keine Softwarelösung. Das ist ja eine innere Entscheidung, die man treffen muss. Und da wird einem auch keine App bei helfen, sondern das ist eine Überzeugung, zu der man gelangen muss.
Früher konnte man Fotos verbrennen und Liebesbriefe zerreißen, um innerlich Abstand zu gewinnen. Online geht das nicht. Aber vielleicht entwickelt das Netz ja noch Hilfestellungen, die denen in der Offline-Welt überlegen sind. Denn wer vor lauter Trennungsschmerz schon mal Erinnerungsstücke vernichtet hat, bereut das später oft. Das Internet könnte lernen, digitale Beziehungsspuren für uns zu konservieren und nur so lange zu verbergen, bis der schlimmste Liebeskummer vorbei ist. Längst ist das Netz der größte Verbreitungsweg für Erlebtes und Erfahrenes und für die Anteilnahme daran. Und genau darum geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Also ich bin Barbara Vorsamer, man findet mich auf Twitter unter Vorsamer, also @Vorsamer ist mein Twitter-Name. Also ich war in der 18. Woche meiner Schwangerschaft, also im 5. Monat, zur Routinekontrolle bei meiner Frauenärztin, die dann im Ultraschall den Herzschlag nicht mehr finden konnte. Ich habe das am Anfang überhaupt nicht gecheckt, was das bedeutet. Und dann kam aber für mich der nächste Schock, nämlich dass ich in die Frauenklinik musste, um das Kind auch zu gebären, weil man in der 18. Woche eben nicht mehr einfach eine Ausschabung machen kann. Ja, es ist einfach wahnsinnig traurig. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass das Kind schon so fertig aussieht. Also es ist natürlich sehr klein gewesen, es war 15 cm groß, 100 Gramm schwer. Aber ansonsten ist inklusive Fingernägeln halt alles einfach dran. Und ja, es war sehr, einfach sehr, sehr traurig, ein sehr schlimmes Erlebnis für mich. Ja. Ich bin damit ja von Anfang an sehr offen umgegangen, weil ich auch wirklich nicht wüsste, welches negative Feedback von meiner Umgebung mich da jetzt erreichen sollte. Die Leute sind betroffen. Maximal steigen sie in irgendein Fettnäpfchen. Womit ich nicht so gerechnet habe, waren, dass einfach sehr, sehr viele Mails, Tweets damit begannen. Mit mir ist das auch schon passiert. Und 31% aller Schwangerschaften enden mit einer Fehlgeburt. Das ist natürlich auch eine sehr hohe Zahl. Was mich da eigentlich am meisten überrascht hat, dass viele auch geschrieben haben, so nach dem Motto, ich habe noch nie drüber geredet. Oder wo ich mir eigentlich dachte, Wahnsinn, dass das so ein Tabu ist, war mir gar nicht klar. Mir ist es jetzt nicht so wahnsinnig schwer gefallen, darüber zu schreiben. Mir fällt es auch nicht schwer, darüber zu reden. Ich glaube, dass viele Frauen dann nicht drüber reden wollen, weil sie geplagt sind von Schuld- und Schamgefühlen, die auch dazugehören, die ich auch habe, aber von denen man eigentlich wissen müsste, dass sie keinerlei Begründung haben, dass sie keinen Grund haben. Es ist 2006 erst das Gesetz geändert worden, dass man Kinder unter 500 Gramm überhaupt beerdigen darf. Davor durfte man das gar nicht. Heutzutage liegt in den meisten Bundesländern die Entscheidung bei den Eltern, ob und wie sie ihr Kind bestatten wollen. Wir haben uns dann für eine Einzelbestattung auf einem Gräberfeld für Sternenkinder entschieden. Und wir haben dann eine Woche nach der Geburt haben wir dann eine Beerdigung gemacht, eine kleine. Und ja, jetzt liegt er auf dem Münchner Waldfriedhof auf einem Gräberfeld. Wenn es um Hard- und Software geht, dann ist die vorletzte Gerätegeneration so etwas wie die Zeitung von vorgestern. Vergessen, vorbei, uninteressant. Und doch gibt es sie, die Menschen, die von der vorletzten Gerätegeneration begeistert sind, wie unser nächster Beitrag zeigt. Damals, als Niklas Hughes aus Hamburg mit dem Computerspielen anfing, da konnte man die neuesten Games nicht einfach im Laden oder im Onlineshop kaufen und auf dem eigenen Rechner installieren. Um vor 25 Jahren Street Fighter oder Smash TV spielen zu können, musste man noch eine Spielhalle besuchen und säckeweise Kleingeld mitbringen. Damals hat Nick regelmäßig sein Taschengeld in riesigen Arcade-Automaten versenkt. Als Erwachsener hat er sich dann den Traum von seiner eigenen Penny Arcade erfüllt und zockt heute Klassiker wie Donkey Kong oder Centipede einfach zu Hause. Also Arcade-Spiele sind quasi das, was man als kleines Kind immer auf absolut geliebt hat. Man ist halt in der Spielhalle gestanden, solange man noch rein durfte, bis man rausgeschmissen wurde. Und hat halt gedacht, leck mich am Arsch, wie geil ist das denn? So ein Teil will ich auch mal haben. Und das war natürlich absolut unvorstellbar, jemals so eine Maschine zu besitzen. Und ja, irgendwann hat es dann halt geklappt. Aktuelle Spiele mit hyperrealistischer HD-Grafik und 3D-Beschleunigung interessieren Nick nicht.
Für einen echten Arcade-Fan ist das Finden und Reparieren alter Automaten ohnehin beinahe wichtiger als das Spielen selbst. Und Retro-Computing, also das Auseinandersetzen mit hoffnungslos veralteter Hardware, ist inzwischen ein beliebtes Hobby. Vor allem bei Menschen in Nicks Alter. Denn diese Generation war die erste, die bereits in ihrer Kindheit mit Computern zu tun hatte. Egal ob Arcade-Games, Heimcomputer wie Apple II oder C64 oder Konsolen wie der Atari 2600. All diese Neuheiten hatten in den späten 70er und frühen 80er Jahren ihren Durchbruch. Heute halten Fans dieser Geräte zusammen, wenn es darum geht, ihre Schätze von damals zu erhalten. Jeder hilft irgendwie jedem, wenn man irgendwie was kann. Also ich bin jetzt Illustrator, wenn mich jetzt jemand anhaut und sagt, bei meinem Pac-Man-Automaten fehlt an der Seite die Pac-Man-Side-Art, dann ist es ganz klar, dass man dann sagt, ja, okay, komm her, mach ich dir. So. Und genauso ist es halt, wenn irgendwie ein Elektronik-Fuzzi irgendwie Ahnung von Elektronik hat, dann muss der halt die Spielplatine reparieren. Stefan Both aus Nordhorn ist so ein Elektronik-Fuzzi. Seine Leidenschaft gilt vor allem den alten Heim- und Mikrocomputern. Egal ob Memotech MTX, ITT Schaub Lorenz oder Enterprise 128. Mit seiner Lötstation kämpft Stefan täglich für den Erhalt seltener Elektronengehirne aus der Frühzeit der Computerhistorie. Und verdient mit seiner Art des Retrocomputing sogar Geld. Als Datenretter. Ich komme heutzutage immer noch an die Daten ran, die damals mit den Computern erzeugt wurden. Wenn ich das passende Equipment habe, ist es mir also möglich, Datenträger von damals mit der alten Hardware einzulesen und die zu überspielen auf neue Hardware. Zu Stefan kommen Archive, Banken oder Architekten und bringen ihre Datenkassetten, 5¼ Zoll Disketten oder Superdisks gleich mit. Ohne seine Lesegeräte wären die darauf gespeicherten Backups und Pläne verloren. Stefan bewahrt also nicht nur die Geräte, sondern auch die Daten aus der Computersteinzeit vor dem Vergessen. Und wenn Sie die Leute fragen, denen ich geholfen habe, die sind froh, dass es mich gibt. Also die rümpfen nicht die Nase, die machen sich keine Gedanken darum, ob der ein bisschen verschroben ist, der Mann. Als Computerarchäologe beschäftigt sich auch der Medienwissenschaftler Stefan Höltgen mit Computertechnik von gestern und vorgestern. Im Vergleich mit den Rechnern von heute fasziniert ihn vor allem, wie einfach zum Beispiel ein C64 aufgebaut ist. Wenn ich einen Aspekt mir raussuchen sollte, wo ich sagen würde, früher war etwas besser, dann würde ich sagen, war es die Zugänglichkeit zu Computern. Also früher war es für fast jedes Kind, und es gibt Computer, die sind für Kinder gebaut worden, für fast jedes Kind möglich, einen Computer zu programmieren und auch die Elektronik eines Computers verstehen zu können. Heute ist das nicht mehr möglich. Heute ist alles viel kleiner geworden. Manchmal sind die Sachen verklebt und verschweißt, sodass man gar nicht an die Elektronik herankommt. Egal, ob es darum geht, jungen Menschen die Funktionsweise von Computern näher zu bringen, unser digitales Gedächtnis zu erhalten oder einfach nur die Games aus der eigenen Kindheit noch einmal zu spielen. Die Retro-Szene begreift Computer nicht nur als Arbeitsgerät, sondern als Kulturgut. Und das hat unsere Welt heute mehr geprägt als jede andere Innovation der jüngeren Geschichte. Die Vergangenheit ist ein fremdes Land. Sie machen dort alles anders. L.P. Hartley. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.